Guten Abend, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Bei unserer Nachwahl- oder Vorwahlveranstaltung oder noch mitten in der Wahlen von den Nationalratswahlen Schweiz. Wir sind vom Systemwechsel TV und vom Alpenparlament sind wir unterwegs. Der Wahlkampf ist jetzt etwa in der letzten Woche. Also in einer Woche sind die Wahlen, nein, in einer halben Woche. Was uns dort aufgefallen ist, dass das Thema Finanzwesen total ignoriert worden ist, also ist gar nicht zur Sprache gekommen. Es ist eigentlich Hauptthema ist gewesen, ein bisschen Klimawandel, ein bisschen Umweltschutz, ein bisschen Natur, ein bisschen Rentensicherheit und auch zum Beispiel das Thema, ja, was machen die Banken jetzt in der kommenden Zeit mit der Nullzinsrunde? Das war überhaupt kein Thema gewesen, obwohl die Schweiz ja eigentlich von den Banken lebt, wie man noch immer weiss. Und auch die Bargeldabschaffung war auch kein Thema gewesen. Wo könnte die Krise, wo alle davon reden, eigentlich in Zukunft endgültig eliminieren? Wir wollen den Banken eigentlich einen Vorschlag machen, dass sie sich transformieren könnten in ein sogenanntes neues Euroweg-System. Nach einer Wirtschaftstheorie, die wir Humanwirtschaft genannt haben, schon vor 20 Jahren haben wir die Bücher veröffentlicht. Heute dank Internet kann man vieles umsetzen, was sich die älteren Herren von der Politik eben noch nicht können vorstellen können. Und dass man das umsetzen kann, tun wir jetzt eben in Videos dokumentieren. Demokratie heisst aber im Prinzip Volksmacht. Und doch in der materiellen Geldwelt bestimmt eigentlich das Bankensystem. Wenn man genau weiss, was eigentlich Geld- oder Bankenmacht heisst, dann muss man eigentlich bei den Nationalbanken anfangen. Wenn man ein Problem hat im Staat, muss man doch eigentlich dort anklopfen und sagen, könnt ihr uns eine Lösung anbieten? Aber Banken haben eine Lösung nur um sich selber in ihrer Machtposition zu verteidigen. Und was wir da unter Demokratie noch uns vorstellen, ist eigentlich ein bisschen eine Sandkastendemokratie. Diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu bestimmen. Und die, die alles bestimmen, sind nicht gewählt. Gut. Ich habe auch diverse Politiker gefragt, jetzt in den letzten 14 Tagen, wo wir die Herren verfolgen, in ihrem Wahlkampf, kennen sie den Verfassungsartikel 2? Schaut mich jeder ein bisschen entgeistert an und sagt, ja nein, kennen wir nicht. Wir haben eine Broschüre geschrieben, und sie sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Sie setzt sich ein für eine dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. Und wenn ich einem Banker so einen Satz vorlese, der lacht dann nur und sagt, das können wir gar nicht umsetzen. Mit dem kapitalistischen Bankensystem können wir weder gerecht sein, noch können wir die gemeinsame Wohlfahrt für alle garantieren. Ja? Wohlfahrt haben wir für die, die Sicherheit bieten können. Ja. Wo wir noch gehört haben, jetzt gehst du arbeiten und dann sparst du schön. Und wenn du dann genug auf dem Konto hast, machst du dich selbstständig, kannst eine Firma auftun. Und wenn dann die Firma gut läuft, dann kannst du noch ein Häuschen leisten, oder? Also der Schmäh, der funktioniert nicht. Heute bei dem Preisdumping in den Löhnen, ich weiss nicht, wer heute noch seine Firmengründung mit dem Spargeld. Ja, die haben das, was ich da modernst geschrieben habe, auf der Grundlage von Computertechnologie, haben die alten Germanen vor 2500 Jahren schon gehabt. Was haben die gehabt? Die haben eine Tauschwirtschaft gehabt, in Clans. Und was haben Frauen gemacht? Die haben in ihrem Kopf Buchhaltung geführt. Die haben genau gewusst, welcher Clan von welchem noch etwas zu gut hat oder wo er noch etwas muss liefern muss und welche Clans noch wie viel Schulden haben. Und die haben das einfach ausgeglichen. Ja. Goldmünzen als Tauschhilfsmittel aufzwungen, das haben die gar nie wollen. Was verkauft eine Religion? Das Seelenheil im Himmel. Ja? Aber bitte tun dich ein bisschen an der Kollekte beteiligen, dass der Herr Druide und jetzt sind es natürlich unsere Religionen, dass die auch in Frieden können leben ohne grosse Leistung. Und genauso sind die eigentlich die natürlichen Verbündeten, das kommt in dem Buch, also in jeder Seite kommt das zum Ausdruck. Bankenmacht und Religionsmacht, das sind einfach zwei Brüder, die in der gleichen Richtung operieren, viel Geld verdienen ohne Leistung. Im Gesamtvolumen von einer Volkswirtschaft, nämlich oben links, sehen Sie Bruttosozialprodukt. Jetzt habe ich meinen Zeigstift noch irgendwo. Das sehen Sie da ganz oben, Bruttosozialprodukt. Wo haben wir da? Die Schweiz ist also absolut Weltmeister. Ja? Was ist die Schweiz politisch? Was ist sie wirtschaftlich? Was ist sie schultechnisch? Was ist sie in der Energieversorgung? Was ist sie in der Ernährungsversorgung? Da sind wir überall Weltmeister, kann man sagen. Ich bin dabei, im Auftrag von einer anderen Zeitung, so eine Statistik zusammenzustellen, dass wir jetzt zum Beispiel gerade noch Weltmeister sind bei der Nobelpreis. Ist gerade letztes, nein, bei der Patent. Entschuldigung, bei der Patent. Haben wir also absolut den Rekord. Und jetzt muss man aber ein bisschen Zahlen noch kennen.
Und ich habe nebendran das gelbe Euroweg, habe ich noch angeschrieben. Was hat die Schweiz für Bruttosozialprodukt, sind wir Weltmeister. Und in den Steuereinnahmen nur mit 147 Milliarden liegen wir in der Steuerquote nur bei 21,4%. Und wenn der Staat anfängt, alle seine Leistungen mit Gewinn zu verkaufen, dann wird die Differenz dazwischen noch grösser. Wir können mit dem Euroweg-System den Steuerfuss, die Steuerquote, runterbringen auf 12%, aber das Gesamteinnahmepotenzial auf 25% vom Bruttosozialprodukt. Und wenn Sie so etwas an einem Volk können, per Zahlen beweisen, dann werden Sie gewählt. Er hat also mal den Satz prägt, die Partei, die alle 43 verschiedenen Steuern auf 3 reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Lese jeden Quartalsbericht der Nationalbank, dann bist du informiert. Ich habe noch nie einen Politiker getroffen, der dort mithalten kann, wo ich sagen kann, der hat die Zahlen auch im Kopf. Dann versteht man auch die Grafik gut. Entwicklung der Zinsen, da wissen wir, haben wir seit 2008 das Problem, 1,5% und nachher 2015 auf 0%. Und dem kann man eigentlich nur einen Titel geben, es ist eine Konkursverschleppung vom Bankensystem. Und theoretisch, wie ich auch in unserer Software vorstellen kann, es braucht eine einzige Bank in der Schweiz. Genauso braucht es auch nur eine einzige Versicherung. Die heisst aber nicht Krankenkasse, sondern die heisst Konkursversicherung. Und da möchte ich einen Satz vom Nicolas Hayek zitieren, Chef von der Swatch. Wir brauchen dringend ein neues Finanzsystem und ich weiss, es kann nur aus der Schweiz kommen. Da habe ich gesagt, Herr Hayek, die Leute, die das in der Schweiz machen, die gibt es schon seit 10 Jahren. Wir haben das System bereits vorbereitet und Sie haben den richtigen Satz geprägt. Das, was die Welt erwartet, kann nur aus der Schweiz kommen, weil wir sind das Bankenland. Und also die Schweiz hat den Auftrag, das Weltfinanzsystem zu ändern. Das Wichtigste in einer neuen gesteuerten Marktwirtschaft ist, zu verhindern, dass es Marktsättigungen gibt. Da hat mir mal ein Student, also ein kluger Satz gesagt, wissen Sie, das einzige Gescheite, was wir lernen, ist, in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null. Weil, wenn in gesättigten Märkten die Gewinne nach Null tendieren, dann bricht die Wirtschaft genauso zusammen wie der Kommunismus. Aber Euroweg und Humanwirtschaft haben eben eine neue Definition von Gewinn, oder? Wir haben eine Theorie für gesättigte Märkte. Wir proklamieren daher einen gesetzlichen Gewinnschutz. Und damit das ist, das die Ende der Konkurrenzdenkens. Wenn nach einem Krieg eine Wirtschaft von Null auf wieder alles, was kaputt ist, muss aufbauen, dann ist Konkurrenz gut. Wenn sie aber die Marktsättigung geschafft haben, muss der Staat eingreifen, dass man nicht gleich endet wie der Kommunismus. Nämlich, er muss einen gesetzlichen Gewinnschutz einführen. Also aus der Nullzinsnummer kommen wir nie mehr heraus. Das sind die Sätze von denen über 20 verschiedene Wissenschaftler. Sie hat in den letzten 10 Jahren die Geldmenge zwar mindestens verfünffacht, aber kommt irgendwo ein Satz, aber davon kam nicht 1 Milliarde im Konsum an. Das heisst, die ganze Geldschöpfung, die versickert in der Börse. Die sogenannten früheren kommunistischen Länder oder sozialistischen Länder und jetzt auch noch in der DDR, in der ehemaligen DDR, sind die Leute extrem offen für das, was wir unter Kreditismus anbieten. Den sogenannten gesteuerte Marktwirtschaft, wo der Staat gewisse Spielregeln wieder einführt, um den wilden Konkurrenzkampf einzudämmen. Also, wir machen ja einen Blödsinn. Also, wir haben Marktsättigung, die Gewinne nach Null. Und dann sagt sich jeder, ich muss noch ein bisschen billiger sein. Was machen wir? Wir machen eine Minusspirale, bis wir alle pleite sind. Aber eben, viele sagen mir immer, ja, warte doch, bis da der grosse Crash vorbei ist, dann hast du es leichter. Und dann sage ich, nein, ich has nicht gern einen Crash, weil dann enden wir im Chaos und im Bürgerkrieg, oder? Wir in der Schweiz werden sehr wahrscheinlich Chaos und Bürgerkrieg am längsten können verhindern. Darum müssen wir die politische Schiene jetzt betreiben und 4 Jahre das Volk informieren, was gibt's für Lösungen. Und der Staat, das sage ich Ihnen auch noch gerade, der hat immer das Interesse zu sehen, was sein Volk für wahr transferiert. Erstens, was für? Ist es zugelassen? Ist es schädlich? Hat es Gift drin? Wo wird es produziert? Wird es importiert? Wird es importiert, indem im Ausland Sklavenhaltersystem betrieben werden und die Leute in Armut leben, eben mit $2 pro Tag? Das kann ein Staat oder will ein Staat eigentlich kontrollieren und kann er am besten kontrollieren, wenn er unsere Software dafür hat.
Gut. Die Partei, die den Verfassungsartikel 2 umsetzt, mit dem habe ich extra angefangen, damit Sie wissen, wo wir hinwollen, allgemeiner Wohlstand und Chancengleichheit, wird auch jede Wahl gewinnen. Ist ja logisch. Also haben Banken nach wie vor mangels Konkurrenz können so weitermachen, wie sie gemacht haben, nämlich der Verfassungsartikel 2, der in Italien auch existiert, einfach sträflichst ignorieren. Was da steht in der Verfassung? Wir haben das Recht auf gesetzlichen Gewinnschutz, auf Chancengleichheit und allgemeine Wohlfahrt und Gerechtigkeit. Ja. Und da kommt noch etwas in der UNO-Charta, steht drin, ganz am Anfang, Artikel 3, die Menschenwürde ist unantastbar. Also, Lösung der Humanbewegung. Humanbewegung heisst unsere Partei. Aber ich sage jetzt Ihnen, es wird ein alternatives Geld geben und mit dem können Sie die Steuern zahlen. Würden Sie es dann nehmen? Ja, dann sofort, hat er gesagt, wenn ich damit die Steuern zahlen, kein Problem. Wir machen als erstes das Gesetz, Ergänzungssteuern sind auch in Leistungswerten zu bezahlen. Mir hat ein Habsburger mal erzählt, wissen Sie, mein Vater hat noch die Steuern gezahlt, da sind wir mit 6 Fuhrwerk, sind wir vor der Hofburg angefahren. Und was haben wir abgeladen? Baumstämme. Wir haben nichts anderes gehabt. Wir haben Baumstämme geliefert. Das war unsere Steuerrechnung gezahlt. Und all die 2080 Kryptowährungen, die es gibt, plus PayPal, plus eben wir, solange mit denen nicht Steuern zahlen kannst, bleiben die. Und dann, um den Artikel 2 der Bundesverfassung einzuhalten, erhebt der Schweizer Staat einen gesetzlichen Gewinnschutz. Und um die Bonität, und jetzt kommt das Entscheidende, aller Wirtschaftsteilnehmer auf 100% zu erheben und um den Blanko-Warenkredit der Euro-Regierungszentrale abzusichern, führt der Staat eine Konkursversicherung von 1% des Bruttosozialprodukts ein. Also musst doch du das Kundenpotenzial für kreditnehmende Bank, also für Kreditnehmer bei den Banken, musst du erhöhen. Und ich weiss auch nicht, warum noch niemand auf die blöde Idee gekommen ist, eine Konkursversicherung einzuführen. Ja? Eben der Heinrich der irgendwas, Vierte, hat kein Geld mehr gehabt. Dann haben ein paar schlaue Banker gesagt, also Geldverleiher, Münzgeldverleiher, du, jetzt Gold haben wir immer zu wenig, jetzt lass uns doch mal Banknoten drucken. Das hat man schon in Holland erfunden. Und wir geben dir dann ein bisschen Rendite. Und er hat zugesagt. Und das ist eigentlich der Anfang vom Untergang vom Geldmonopol des Staates gewesen. Also der König gleich Staat, oder? In den Museen in Wien gibt es das Geldmuseum. Da steht noch an der Note, Staatsnote 1870, 1880, Staatsnote 1908, steht plötzlich Banknote. Aha, da hat irgendein Besitzer gewechselt. So, und jetzt schnell unser Ziel. Die mögliche Rede des neuen schweizerischen Bundespräsidenten an das Volk im Dezember 2023. Unser Land ist pleite. Aber wir haben eine Alternative, die heißt Euroweg. Morgen eröffnet jeder ein Euroweg-Verrechnungskonto und fangen wir neu an. Und wir lassen die Banken pleite gehen und transferieren auf das neue System. Jeder Mensch, der etwas leistet, wo ein Produkt hat oder wo er nur Arbeitsleistungen hat, und die tun wir im Warenverrechnungssystem vernetzen, wie Bankkonten vernetzt sind. Ich habe gesagt, selber ein Banker hat mir gesagt, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Was wir seit 2500 Jahren mit Münztauschgeld und Banknoten machen, ist eine provisorische Buchhaltung. Und ein Techniker oder ich sage immer Unternehmer, die haben immer einen Fokus auf Lösungen. Provisorien müssen beseitigt werden. Dann habe ich sofort gewusst, mit dem Euroweg und Humanwirtschaftsgebilde habe ich eigentlich die provisorische Buchhaltung erledigt, weil ich sage, im Vordergrund stehen die Güterkreisläufe, Lieferant, Kunde, und die spielen wie einen Schatten. Das, was auf reellen Warenkonten läuft, spielen die nach. Ein bisschen von Buchhaltung, eine Ahnung hat dahinter, dass das reell ist, was wir da erzählen. Was wir machen mit Euroweg-Software, ist die Zukunft. Und die kann man gar nicht verhindern. Die ist technisch, liegt die, der Buchhalter, also wenn ich mit Buchhalter rede, die sagen immer, logisch, verstehe ich, das ist Zukunft. Verrechnungskonten im Warenkreislauf ersetzen Geldkonten im Geldkreislauf. Ja? Also, ein Bankensystem läuft sich zu Tode, ist schon tot. Ja, sie machen Konkursverschleppung und technisch haben wir sie mit unserer Software richtig überholt. Übrigens, alle 2000 Kryptowährungen haben es eigentlich auch gemacht. Sie haben nur etwas versäumt. Sie haben keine Kreditwürdigkeit integriert. Sie haben nicht können sagen, wie schöpft man einen Kredit oder wie macht man ein Konto, wo nur Warentransfer beinhaltet, wie lädt man dort das Minus zu.
Und wie tut man das Minus absichern? Durch einen gesetzlichen Gewinnschutz. Steuern kann man in dieser Währung zahlen. Das sind Gesetze. Also Steuern sind nicht nur in Landeswährung, sondern auch in Leistungswerte zu bezahlen. Durch eine Konkursversicherung, weil wenn du reine Kontenbuchungen machst und kein physisches Geld mehr hast, dann musst du davon ausgehen, also wenn du ein Kreditsystem integrierst, dass ich jemandem einen Kredit gebe, der baut eine Fabrik, der hat seine 4 Millionen gerade ausgegeben, morgen will er eröffnen und bei der vorderen Eröffnung fährt er an einen Baum und ist tot. Ja? Und der Ideenbringer und der Ganze, der das aufgebaut hat, ist nicht mehr vorhanden. Dann ist meistens so ein 4 Millionen Investment ist natürlich nachher kontomässig im Niemandsland. Und dann muss eine Konkursversicherung ein Konto haben, gegen das man das kann ausbuchen. In einem Realtime, also zeitverlustlosen Buchungssystem, gibt's ja gar keine unbezahlte Rechnungen mehr. Das muss man auch verstehen. Die ganze Nachrennerei, du zahlst denn endlich die Rechnung, oder wenn kommt endlich das Geld, den Satz gibt's gar nicht mehr. Wenn's den Satz, wenn schickst endlich das Geld nicht gibt, dann gibt's ja kein Inkassobüro mehr, kein Mahnwesen mehr, kein Betriebsamt mehr und niemand kann einen Konkurs mehr eröffnen. Die Banker, wo ich das System schon gezeigt habe, die haben das alle kapiert, ja. Die sagen immer, genial, genial. Machen Sie es so schnell wie möglich zu einer politischen Grundlage und machen Sie das in der Schweiz, weil nur in der Schweiz können Sie das machen. Kurz zusammengefasst, mit geordnetem Staatsbankrat vom Geld mit T geschrieben zum Geld mit T geschrieben. Geld mit T ist die Geltung Ihrer Leistung, die jeder herstellt durch die Rechnung, auf der seine Leistung steht. Also steht auf der Rechnung nicht mehr Rechnung, sondern Geltungsschein mit T geschrieben. Ja. Damit haben wir ein neues Bewusstsein. Wenn man das Warenkreditgeld neu einführt, dann kann ich jedes Konto von Geld, es ist ja nicht Produkt, eins zu eins transferieren und die Leute wissen genau, dass sie immer noch den gleichen Saldo auf dem Konto haben. So, und mit dem Artikel bin ich mit 19 Jahren eigentlich, ja, schwanger gegangen, indem ich gelesen habe, Verzinslichkeit von Geldanleihen und Geldschulden, Artikel 313, das Darlehen ist im gewöhnlichen Verkehr nur dann verzinslich, wenn Zinsen verabredet sind. Da denkt man, ah, komisch, hä? Im gewöhnlichen Verkehr, also wir sind alle gewöhnlich. Ja? Wenn aber einer von uns da eine Bank hat, sind wir schon nicht mehr gewöhnlich. Hä? Das ist dann im kaufmännischen Verkehr, sind auch ohne Verabredungen Zinsen zu bezahlen. Darum können ja alle Firmen Verzugszinsen heute per Gesetz abgesichert verlangen. Und der schönste Artikel 2, 314, die vorhergehende Übereinkunft, dass die Zinsen zum Kapital geschlagen, das nennt sich Zinseszinssystem, und mit diesem weiter verzinst werden sollen, ist ungültig unter Vorbehalt von kaufmännischen Zinsabrechnungen im Konto Korrent und ähnlichen Geschäftsformen, bei denen die Berechnung von Zinseszinsen üblich ist, wie namentlich bei Sparkassen. Banken haben natürlich nie so brutal gesagt, sie meinen nur sich selber. Und sie haben dann immer gesagt, ja, die Sparkasse dürfen das auch. Und die Sparkasse kann ja ein Volk gemeinsam gründen. Also ist doch das sehr volkstümlich gedacht, oder? Hier sehen Sie noch kurz mal das Buch nochmal abbildet. So sieht es von vorne aus. Der Kapitalismus kann nicht untergehen. Das nennt man das Titanic-Syndrom. Und zwar nur wer eine durchdachte, technisch-logische und daher umsetzbare Alternative anbieten kann, kann dem falschen Geldsystem den Stecker ziehen. Und die meisten Banken und Leute sagen, ach, wenn geht das System endlich zugrunde, wir wissen, dass es nicht mehr tauglich ist, wir würden liebend gern aufhören, aber wohin? Sie warten auf die sogenannte, wohin kann ein altes, nicht mehr taugliches System hin zusammenbrechen? Wenn der Staat nachher eben sozusagen indirekt wieder Besitzer von den Banken wird durchs Euroweg-Verrechnungssystem, oder? Wenn wir in der Regierung sagen, wir übernehmen wieder die Geldhoheit, macht das gerne folgendes Beispiel. Die Humanwirtschaft mit der Humanbewegung gewinnt Wahlen. Unsere Politiker hat jeder einen Aktenkoffer, aber einer hat den wichtigsten. Dort hat es nur ein paar CD drin, wo man in den Staatscomputer hineinschiebt und sagt, Altlasten interessieren uns nicht mehr, wir haben das neue System und fangen bei Null an. Ja? Ungefähr so sehe ich einen Systemwechsel, aber ich habe es vorher kurz erwähnt. Man muss ihn natürlich durch Umbuchen von allen Konten machen. Also man kann nicht sagen, alles Alte interessiert uns nicht, ja? Und eben nachher ist der ausgewogene Wohlstand gemäß Bundesverfassung Artikel 2, Chancengleichheit und allgemeiner Wohlstand, endlich umsetzbar. Statt seit 100 Jahren in der Verfassung. Und wenn du weißt, wie Technologie funktionieren muss, wenn du weißt, wie man Kreditgeldschöpfung
muss neu gerecht machen für alle, für den allgemeinen Wohlstand, dann muss das zu einem politischen, muss eigentlich das zu einem politischen Programm noch können machen. Muss genau wissen, wie eben der Herr Kirchhoff gesagt hat, die Partei, die alle 43 Steuern auf eine oder drei reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Wenn ich so einen Satz höre, habe ich natürlich Freude. Wir müssen eine Währung haben, wo beide Währungen möglich sind. Man kann immer noch sagen, und das machen wir auch, die Währung im Positiven kann erst in zwei Jahren wieder in die alte Währung zurückgetauscht werden. Das nennt sich ja das System des Wechsels. Man sagt, ich gebe dir ein Stück Papier, das kannst schon wie eine Banknote wechseln, aber wenn es dann nicht kannst wechseln nach zwei Jahren, dann kannst du es wieder in Frankennoten wechseln, wenn es den Franken dann noch gibt. Es gibt in der Schweiz, glaube ich, immer noch 200 Banken. Ja? Also von 200 Banken gibt es dann nachher noch eine sogenannte Staatsbank, sprich Nationalbank, Nachfolgeorganisation, die heisst bei uns Euroweg. Wir wollen aus dem Schweizer Franken auch auf den Euro rechnen. Dann zusätzlich stellt jeder seine Leistungen und Produkte in den integrierten E-Shop. Das heißt, jeder kriegt im Konto einen E-Shop und jeder bekommt die Buchungslimite seiner Wahl. Einkaufsrahmen nennt sich das. Zweitens, im Umsteigen. Darauf transferieren wir mit den Wegbegleitern die Salden der alten Bankkontenauszüge vom Stichtag X. Natürlich muss der Staat das organisieren und muss einen Stichtag festlegen. Und die Schulden werden im Weg-Euro-Konto gebucht als Blankokredit ohne Zinsen. Das Guthaben wird aufgeteilt zu je 50% in Weg-Euro und 50% in altem Cash. Eben. Also wir haben beide Konten. Und das Dritte, dadurch gibt es bei Sparern und Firmenkonten keine Abschreiber und keine Verluste, nur betrügerisch entstandene Guthaben werden teilweise reduziert, wie auch reine Zinseinnahmen. Die Banken sind damit ersetzt und zu Wegzentralen umgebaut. E-Baut Hand und auch als nächstes Jahr einführen, ist der Papierwechsel. Das ist das Thema, wo ich vorher kurz am Anfang gesagt habe, kein Mensch in der Schweiz nimmt das ernst, dass Banken wirklich das Bargeld wollen abschaffen. Wir führen das Bargeld ein wie Banknoten und damit sind wir am Schluss. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir die jetzt gerade beantworten und sonst können Sie bei dem Video, das wir jetzt aufs Internet werden stellen, bei Systemwechsel TV und bei Alpenparlament TV, können Sie unten in der Fragezeile können Sie Ihre Bemerkungen reinschreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Danke.